Musik, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ich vermisse die Straße. Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Kicken Ende. Vielen Dank fürs Followen. Mikoto, herzlich willkommen. Ah, das ist der Quark, okay. So, 3, 2, 1. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone, Leute. Weiter geht's. Und zwar in der heutigen Folge. Oh, ich habe keinen Sprit mehr. Okay, Leute, in der heutigen Folge brauchen wir erstmal Sprit. Gucken, ob ich da was kriege. Reparieren, auftanken. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir gleich mal abgeben. Diese Erde ist ein Geschenk für uns alle. Wir können sie nach Belieben nutzen, um für uns selbst zu sorgen und unsere Familien. Das sage nicht ich. Der Herr hat uns die Macht über sie gegeben. Aber einigen hat das nicht gereicht. Sie wollten mehr. Als uns das Benzin ausging, hoben sie die Preise an, damit sie die Macht in ihren Händen konzentrieren konnten. Und wir wollten Dämme für Elektrizität bauen. Doch ihre Lachswanderungen waren ihnen wichtiger, als unsere Häuser zu heizen. Wir wollten ein paar Bäume fällen, um diese Häuser zu bauen. Doch die Nester von ein paar Trüffel-Uhus waren... Trüffel-Uhus. So Leute, in der heutigen Folge werden wir uns mal hier um die infizierten Dinger kümmern. Denn hier oben ist ganz schön die Hölle los. Deswegen fahren wir erstmal dahin. Machen das Nest weg. Die gesamte Holzindustrie. Jetzt, wo die Behörden verschwunden sind, sagt ihr, wir haben den Mittelsmann eliminiert. Niemand kann uns verbieten, uns zu nehmen, was uns gehört. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, lügt nicht. Ich muss ja noch ein bisschen looten. Weißt du was, Corp? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich niedrig. Ah, das Problem ist nur, du musst es selbst finden. Und soweit ich weiß, gibt's hier eine Menge Wichser, die sich nehmen wollen, was rechtmäßig uns gehört. Weil das Ding ist, dass hier... Ich habe keine Energie mehr, Leute. Ich habe keine Energie mehr. Ich brauche Verbände. Und jetzt steht ein Krankenwagen. Vielleicht kriegen wir da Verbände. Kriegen wir doch immer so ein Medikit oder sowas. Gucken wir mal. Da, guck mal. Einmal Medikit. Vielleicht ist hier auch noch einer drin. Sehr gut. Okay, haben wir schon mal zwei. Weil ihr wisst, die Nester sind sehr gefährlich. Aber am Tag schlafen die Viecher. Wurde gesagt, am Tag schlafen die Viecher. Ah, das ist dieser Laster da oben. Verstehe. Ja, stimmt ja. Ich muss die letzten Nester verbrennen. So, habe ich denn überhaupt noch... Scheiße, ich habe keine Mollys mehr. Okay, das ist schlecht. Wir die irgendwie down. Ich brauche Flaschen. Quatsch, ich brauche Korrosion. Ich komme. Oh, ich hab einen Schalldämpfer. Toll. Guck mal, die gehen noch auf Dings los. Verkehr musst du nicht bekannt. Kommen die? Einer. Sehr schön.
Ist hier kein Loot? Sag mal. Außer das Ohr. Krass. Da werde ich wohl demnächst auch mal eine Offscreen, also nicht in der Aufnahme, nur im Livestream dann, eine kleine Loot-Tour machen müssen. Weil, ihr seht schon, hier werden viele Sachen benötigt. Aber ich habe halt nichts zum Anzünden, also... Mollys können wir nicht. Kohäsion fehlt. Müssen wir mal gucken, ob wir hier unten was finden. Da liegt was, aber das ist nur zum Benzin. Das ist nur zum Motor auftanken. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Diggi, warum tankst du nicht? Gutes Timing. Da sind wieder so viele, Mann. Toilette. Oh, das war scheiße. Das gibt Schaden, Leute. Das gibt Schaden. Oh, hier ist so eine fette Höhle. Oha. Ja, aber ich brauche halt Feuer. 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 Hier ist das nächste Lager. Ich glaube, ich mache doch erst die Mission, Leute. Ich mache, glaube ich, doch erst die Mission. Weil ohne Loot bringt mir das nicht viel. Und jetzt ewig looten ist halt auch kacke. Ewig looten ist jetzt halt auch kacke. Deswegen lasst uns die Mission machen. Die Lager holen wir uns später. Ich denke mal, bei der Mission finde ich jetzt eh... Oh, oh, bremst. Immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Ja. Draußen wärt ihr besser dran gewesen. Tja, Nero konnte euch vor gar nichts beschützen. Auch Brennstoff. Okay, Muni ist auch okay. Hier könnte man tatsächlich mal rumgucken nach Brennstoff. Kacke ist, dann lasse ich mein Dings halt da unten. Das ist halt blöd, mein Bike. Bikey, bikey, bike. Da ist auch nix. Krass. Ist auch nix. Hier ist Brennstoff. Hier ist Brennstoff. Da hätten wir schon mal einen Molly. Ich weiß gar nicht, ob man vielleicht irgendwie später noch was anderes... Alter, Kings Cup! Ne, Quatsch, wie heißt das? Bierpong. Bierpong. Ich schwör's euch, ich bin so gut im Bierpong. A, weil ich schnell trinken kann. Ich kann gut schlucken. No homo. Und, ich treffe auch ganz gut. Ja, ja. Kein Loot hier drin? Krass. So, hier ist wieder so ein Nero-Lager. Da müsste es doch mal hier so ein bisschen Loot jetzt geben. So ein paar fertige Mollys oder so. Ist echt nix. Gar nix. Gibt's ja gar nicht.
brauche immer diesen Brennstoff. Alles andere findet man ja, Lappen und so. Aber Brennstoff fehlt. Die Brennstoff-Scheiße. Loot, Loot. Ja, aber Looten gehört dazu, Leute. Ihr seht das. Looten gehört dazu. Das werde ich auch nicht rauscutten. Aus Prinzip nicht. Da ist noch einer. Hab mich gesehen. Hat er aber alles geregelt. Hat er aber alles geregelt. So, ich finde hier immer noch keinen Brennstoff. Einen einzigen Brennstoff-Dingsbums. Erledige die Freaker im Camp. 9 Stück. Okay. Freaks. Nicht hier. Verstanden? Ich könnte wäschen, wo ihr wollt, aber nicht hier. Wir werden überrannt. Überrannt. Sagt ihr denn? Ich versuch's. Sie müssen uns rausholen. Sofort. Ruhig, ich versuch's doch. Wiederhole. Hier, Flüchtlingscamp 13 Delta. Wir werden hier überrannt. Hört mich jemand? Her mit dem Ding. Was soll das denn? Ich sag dir. Her mit dem. Loslassen. Funkgerät. Scheiße. Ja, lass mich doch das mal in Ruhe anhören. Das kam wieder aus dem... Das kam wieder... Scheißkerlen sind denn hier? Das kam wieder aus dem Lautsprecher hier vom Controller, deswegen... Hab ich das mal wieder ans Dings gehalten. Ans Mikrofon. Kann ich hieraus nicht Dings bauen, Alter? Warum kann ich daraus eigentlich nicht Mollys bauen? Das ist doch auch Benzin. Alter, hier die Helis abgefackelt. Hast du mich gesehen? Kommt sie jetzt her? Komm doch. Komm her, Mäuschen. Was ist das jetzt? Wie viele? Ist ganz gut, die Machete. Die ist stärker, glaube ich. Wobei die Viecher sind am Tag ja schwächer. Vier erst? Das waren doch schon mehr. Gott, ey, das war doch voll auf dem Kopf. Meine Machete, warum brauchen wir mehr Schrott? Neuen Schrott brauche ich dafür. Hey, Süße. Ja, ich habe sie erledigt. Wir machen dir keinen Ärger mehr. So, haben wir noch Loot. Toll. Holz. Holzi, holzi, holz. So. Hey. Ich bin's. Weg.
Apotheke. Ich muss dir was sagen. Schon okay. Es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Nicht so schnell. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du noch. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist Scheiße. Du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm. Ja! Sie hatte ein Messer. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Okay. Vor 2 Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, sie sind wohl geflohen. Ja, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Lauf. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Okay. Komm. Na gut. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Führ du uns hier raus. Verschwinde! Verschwinde! Ihr habt sie geteilt! Okay, ganz ruhig. Warte, langsam. Was machen wir? Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuche mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, GG. Ich pack das, geh. Scheiße! So? Hey, ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach. Verschwinden Sie! Helikopter. Wir haben sie getötet! Hören Sie, wir haben meine Frau getötet! Oh, nein, Moment. Ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber wir haben nichts getan! Wir haben nichts getan, hören Sie! Gib mir die Waffe! Wir haben sie getötet! Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Okay. Ich hab nur für 2 Leute Platz, okay? 2! Was soll das heißen, nur wir für 2? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur 2 von euch mitnehmen. 2!
Okay. Na los, helfen Sie, na los. Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Du hast deine Ruhe, okay? Ich komm wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Boozer hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Was hast du getan? 96% abgeschlossen. Ein bisschen Erfahrung wieder bekommen. So. Okay, Leute. Auf der Suche nach etwas. Boozer! Noch ein Nero-Hubschrauber! Ich frag mich, was die hier wollen. Da hinten ist er. Okay. Den sollen wir jetzt verfolgen. Was ich ein bisschen kacke finde und was ich ein bisschen schade finde, dass ich hier nicht mehr Brennstoff finde. Das finde ich echt ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, wir brauchen Mollys. Molly, 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 Molly. Und ohne Brennstoff nix Molly. Können wir hier nochmal durchballern. Hier ist noch ein Medikit, das haben wir noch übersehen. Ist aber nix mehr. So, hier ist noch was. Moni, okay. Eine Holzlatte, die wollen wir auch nicht. Da ist noch so ein Stinker. Hallo Stinky Winky. So. Achso, warum die im Video jetzt übrigens Nein gesagt hat, wo er gesagt hat, er möchte den Ring wieder haben, habe ich auch nicht verstanden, tatsächlich. Wenn das jemand weiß, schreibt es mal in den Chat. Oder in die Kommentare bei YouTube. Wieso die da Nein sagt. Ich hab's tatsächlich auch nicht gerafft. Bist du nicht der Einzige? Da bist du nicht der Einzige. So, immer noch kein Brennstoff. Scheiße. Scheiße. Das ist doch Müll. Müll, Mist.
Mistmüll. Alles. Was haben wir denn hier? Voll die Wasserfälle. Aber wahrscheinlich hier erst recht kein Sprengstoff. Aber ein Basie, guck mal, den nehme ich doch. Obwohl, ich habe eine Machete gerade, wa? Die Machete ist schon besser. Die Machete ist schon besser. Was haben wir denn hier oben? Ist hier noch so eine fette Höhle? Ich dachte, die stehen dann vielleicht hier drin und schlafen, weißt du, aber am Tag quasi. Aber ist leider nicht so. Aber ich gehe davon aus, dass das dann so mehr oder weniger so ein Spawnpunkt ist. Aber ich finde es schade, dass ich jetzt hier, wie gesagt, kein Benzin und sowas finde. Um Mollys herzustellen. Kein Korrosion. Ein Vagabundenlager. Ihr Bastarde habt also all die Versorgungstrupps in der Nähe überfallen, stimmt's? Kerosin heißt das übrigens. Ich sage immer die ganze Zeit Korrosion. Fällt mir gerade mal selber auf. Egal. Ist euch mal aufgefallen? Ich habe auch im Intro gesagt vom Spiel, wir zocken das Ganze hier auf der PlayStation Plus Pro. Das heißt aber PlayStation 4 Pro und nicht PlayStation Plus Pro. Ich, Flamongo. Hab bis jetzt noch keiner in die Kommentare geschrieben. Bin ich sehr dankbar drüber. Wenn es ab jetzt in den Kommentaren steht, dann weiß ich, dass ihr es nachträglich reingeschrieben habt. Das zählt nicht. Das zählt nicht, Leute. Das zählt nicht. So. Stay the hell away. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Da war jemand. Einer weniger. Alter, ich wusste nicht mal, dass jetzt hier schon Leute sind. Beziehungsweise auch, warum sind hier Leute? Das verstehe ich auch nicht. Hat er jetzt den durchsucht oder nicht? Ja. Hast du was gehört? Ich bin getroffen! Digga, das kann doch nicht sein! Ich war doch zu. Laber nicht, ey. Wie haben die mich denn jetzt schon wieder. Hä? Oh, hier ist ein Bunker, guck mal. Aber wie haben die mich denn jetzt gesehen, Leute? Mal ehrlich. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie die mich da entdeckt haben. Ist kein Busch. Warum ist hier kein Busch? Aber ich habe sie, glaube ich, schon abgehangen. Aber müssen wir da auch eigentlich gar nicht hin. Aber da gibt es bestimmt irgendwas Cooles. Wenn das so bewacht ist da. Wenn das da so bewacht ist. So, hier können wir nochmal die Chance haben, dass es irgendwo Benzin gibt. Beziehungsweise Kerosin. Oder auch nicht. Das ist echt ein bisschen Mangelware, muss man schon sagen. Ich meine, ich kann es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wenn sie begründen, dass das halt ziemlich stark ist gegen Gegner. Ach doch, hier steht welches. Guck mal. Okay. Aber Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.